Okay, liebe Leute, wir fliegen eine kleine Übungsrunde mit der A10 in DCS The World. Ich habe mir auf der Marianas Karte eine kleine Übungsmission erstellt. Wir haben dann diesmal auch eine SAM dabei. Eine SA-6 habe ich hier aufgebaut. Ein paar Trucks, ein paar Helikopter, die rumstehen, ein Flugzeug, was beladen wird. Ganz klein bisschen einfach. Hauptsächlich statische Ziele. Ja, zwei Abschussrampen von der SA-6. Und eine Leitstelle. Das ist natürlich die höchste Bedrohung. Ja, dann hier noch ein paar Helikoptertransporter. So ein bisschen was zum Üben. Ich will die Advanced Position Kill Weapon System Raketen, ne, also die lasergelenkten Hydras, ein bisschen einsetzen. Ansonsten habe ich mich jetzt mein ganzes Waffensystem soweit durchgewuselt, dass ich die eigentlich alle zumindest verstehe. Muss halt ein bisschen üben noch. Wir machen mal schon mal alles scharf. Wegpunkt. Das war verkehrt. Den wollte ich. Da wir hier wirklich 2 Millionen Tasten haben und mir das Ganze wirklich in meinem Alter schon fast zu kompliziert ist, habe ich mir wieder ein paar Sachen aufgeschrieben. Da muss ich ab und zu mal reingucken. Gerade so, wenn ich hier irgendwie was locken will, ne, auf ein Spee oder sowas. Steerpoint China Aft Long. SPI China Forward Long. Okay. So. Das Wichtigste erstmal. Ich habe eine Payway dabei. Die stellen wir mal ganz kurz ein. Zack. Auto Laser on. Falls wir sie brauchen, dann brauche ich nachher nicht rumwuseln, ne? Laser Time 8. Safe. Und dann habe ich noch die Cluster-Dinger dabei. Die 105er. Ne, da muss ich übers Inventory gehen. Ich will die Höhe ändern. Ja, das war verkehrt. Hier haben wir es. CBU 105. Da habe ich irgendwo gelesen, 2200 ist wohl besser. Zack. Okay. So. TGP, hier ist mal die Map. Erstmal starten. Flaps sind gesetzt. Wir nehmen Steerpoint 1 und auf geht's. Wir sind relativ schwer, also ich werde spät rotieren können. Nose Wheel Steering aus. Und jetzt kommen wir langsam hoch. Knapp 10 Grad. Fahrwerk rein. Flaps ab. Und erstmal ein Stück hoch, damit wir mal gucken, ob wir von hier aus schon uns ein Speed setzen können. Sollte eigentlich gehen. TGP ist aufgewärmt. Schleifen wir erstmal zum aktuellen Wegpunkt. Ja, da ist schon die Warnung für die SAM, aber wir sind zu weit weg. Da kommst du noch nicht ran an uns. Ich bin auch dabei, mich erstmal mit den ganzen Einheiten so ein bisschen auseinanderzusetzen, ne? Welche SAM kann was, Reichweiten und so weiter und so fort. Wenn man ein Stück hoch erst.
dann hat er es geslaved. Ja, das sieht gut aus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es mit den Kontrollen, so wie es im Handbuch steht, nicht immer 100% hinhaut, aber das denke ich mal, es ist dann eher Anwendungsfehler. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich eine ordentliche Sicht haben. Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, da ist es schon. Da ist es schon, da ist es schon. Da ist was. So, welches ist der Kontrollpanzer? Der da, da ist er. So. Ich fliege mal trotzdem so dicht dran, jetzt mit Absicht, ne? Würde ich sonst nicht machen. Ich will mal einen Abschuss sehen. So, wir setzen nochmal ein Spee. Ich mach mal den Jammer dann auch an, aber ich finde, dass der Jammer nichts bringt. Jetzt geht's los, ja? Jammer an. Ah, das bringt gefühlt gar nichts. Also, ich merke nichts, ne? Wird nicht einfacher, nicht schwerer. Sechs Meilen sind wir entfernt. Gehen wir schon wieder ein bisschen runter. Ich kann die Waffen schon wechseln. Da war's, ne? Sehen was? Sehen was? Sehen was? Sehen was irgendwo? Ja. Ja, 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 kommt. Ein paar Flares raus. Entschuldigung, Chefs. Ein paar Chefs raus. Jetzt sehe ich jetzt aber noch ein paar Chefs raus. Ich habe es jetzt verloren. Will mich nicht auf das Gepiepe verlassen. Und wir gehen runter an die Küste. Pull up, pull up. Altitude, Altitude. So, hier müssten wir ein klein wenig sicher sein. Altitude, Altitude. Na, ich wollte die Waffen erstmal einstellen. Erstmal die M82 lasergelenkten Hydras APKWS Advanced Position Kill Weapon System oder irgendwie so heißt das, ja? Pull up, pull up. Fliegen wir mal so von Land ran hier. Und hoffen, dass wir die gleich auflocken können. Sonst muss ich ganz schnell auf die Gun wechseln. Aber da stehen halt auch ein paar Soldaten rum. Ich würde am Anfang gar nicht so dicht dran wollen. Pull up, pull up.
Pull up, pull up. So, 6 Meilen. Wir gehen mal ganz vorsichtig hoch, bis unser Pod Line of Sight hat. Mal gucken. Das reicht. Er ist gar nicht mehr geslaved, ne? Kann das sein? Na, jetzt geht er wieder. Da ist er. Das schon reicht. Die erste ist irgendwie. Ach, lese es nicht an, ich Depp. Altitude, altitude. Jetzt, ne? Hat er am Anfang den Laser vergessen. Pull up, pull up. So. Das ist natürlich klar, ne? Bei oh, schnell weg, da sind Soldaten. Man muss natürlich den Laser auch einschalten, ne? So. So, aber das Gefährlichste ist weg, ne? Die Kontrolleinheit ist weg. Ohne die Kontrolleinheit können die Raketenwerfer, glaube ich, nichts. Und einen Raketenwerfer haben wir jetzt gleich auch noch mit weggebastelt. So, dann schalten wir nochmal auf Raketen zurück. Und hauen den zweiten SAM-Raketenwerfer auch eine lasergelenkte Rakete um die Ohren. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Nicht, dass der plötzlich noch, ich sag mal, mit einer anderen Leitstelle gekoppelt wird oder irgendwas. Dann beseitigen wir einfach die Gefahr. Da ist er. Ah, krieg noch kein Lock. Jetzt haben wir einen Lock. Jetzt ist er wieder weggesprungen, ne? Das passiert manchmal. Mal gucken, ob das passt. Ich setze nochmal nach, aber die hatte gepasst. So, die sind weg. So, Air Defense ist ausgeschaltet. Dann werden wir jetzt mal da ein paar Raketen reinhauen. Ein paar ungelenkte. Lass mal erstmal ein bisschen die Infanterie wegräumen. Jetzt kann ich den Jammer auch mal ausschalten. Und wir nehmen erstmal die 151er. Die. Ja, das Modul macht auch richtig Spaß, ne? Die Tankkiller 2 hier. Ist schon geil.
Was ich hier mache, ist alles absolut unrealistisch. Man würde, glaube ich, nie alleine irgendwie in so eine Mission reinfliegen. Und für Sams gibt es, glaube ich, wesentlich bessere Möglichkeiten, die wegzuräumen. So. Ich werde nur trotzdem hier irgendwie das dahin ziehen, dass ich was sehe. Da steht auch eine Antonov. Und da hauen wir jetzt erstmal ein paar Raketen aus der Entfernung drauf. Da stehen ein paar Bäume vorne. Dann werden wir jetzt die GBU 103 abwerfen. Die CBU 103, das ist ja eine GPS-Waffe. CCRP. Die 103er nehmen wir erstmal. Ja. Sollte passen. Und dann schmeißen wir die da mitten rein, wo die Helikopter stehen. Bin mir bei Helikoptern immer noch nicht so ganz sicher, ob die normalen High-Explosive-Dinger besser sind oder die Penetration, also die Armor-Piercing-Dinger immer. Aber ich denke mal, Armor-Piercing wäre besser, aber ich habe noch eine Gruppe Panzer zu stehen, da würde ich die da lieber draufhauen. So, wir müssen jetzt einfach ein Spee setzen, ne, und die Bombe wird dann automatisch Richtung Spee fliegen. Ja, übernimmt die Koordinaten. Das ist schon ziemlich genial, diese Jada-Munition, aber es ist dann auch schon fast so einfach. Ich bin ja eigentlich so ein Fan eher von CCIP. Also klassisch zielen, ne? Von Hand zielen. Das Ganze hier mit, also das Sloon, ne, das mache ich mit dem Xbox-Controller, den habe ich mir da noch hingehauen. So, dann setzen wir da jetzt einfach den Spee. Zack, und dann können wir da die Bombe abwerfen. Da brauchen wir gar nicht so tief runter, dann können uns die Leute da auch nichts anhaben. So, ich muss noch mal dran denken, wirklich den Pickel auch gedrückt zu halten. Vorhin habe ich halt geschafft, dass mir das Ding scharf unterm Flügel hängen geblieben ist, weil ich zu kurz geklickt habe einfach. So, wir kommen in die DLZ, ne? Dynamic Launch Zone am Hard Links. In dem Bereich jetzt, wo wir gleich abschmeißen können. Und dann gucken wir uns das schöne Zeitlupe mal an. Und hat das abgeworfen? Muss mal ganz kurz was gucken. Er hat's abgeworfen. Autopilot an. Da fliegt's. So. Jetzt geht das gleich auf. Da, ne? Auf 12 Uhr steht noch eine Gruppe Panzer, da würde ich dann die 105er reinhauen. Das ist das Ganze aufgegangen. Gucken wir uns das schön an.
Was das für eine Flächenwirkung hat, ist schon genial. Dürfte gleich losgehen. Da geht's los. Ah, es haut natürlich erstmal die ganze Infanterie auch weg, die da rumsteht. Da steht noch ein kleiner Panzer sogar. Trucks sind weg, Paratrooper sind weg. Ja, wir gucken mal, was übrig bleibt. Den einen Helikopter mal gar nicht getroffen. Okay. Zeig du raus. So, dann nehmen wir gleich die 105er und schmeißen die erstmal auf die Panzer. Die brauchen noch länger, bis sie unten ankommen, ja, die 105er. Weil die haben da noch richtig Fallschirme dran. Aber es sieht auch mega geil aus. Mir ist es in den Testflügen zweimal passiert, dass mein Engine ausgegangen ist. Ich glaube, ich habe einfach das Flugzeug wirklich zu hart drangenommen. Wo sind die Panzer? Da sind die Panzer. So, da setzen wir wieder ein Spee. Mitten rein. Ah, dann können wir jetzt in Ruhe. Die 105er Cluster reinhauen. Auch schön aus einer sicheren Höhe. So, DLZ wird gleich aktiv. Jawohl, Dynamic Launch Zone. Und ab geht die Post. Ist auch raus. Autopilot kurz an. Das sieht immer ganz gefährlich aus, ne? Als ob die daneben fliegt. Aber jetzt durch die ganze Fallschirmgeschichte fliegen die fast straight runter. Aber doch ziemlich daneben noch, finde ich. Das kann jetzt ein bisschen... Ja, das geht mächtig daneben. Da habe ich wahrscheinlich den Speed nicht richtig gesetzt oder so. Das geht richtig böse daneben. Ja. Schade, ist egal, ne? Kommt halt im Echt wahrscheinlich auch mal vor. Dass man nicht alles so trifft. Können wir da noch ein paar Ungelenkte reinhauen. Ja, da geht's los. Oh, doch, da hinten. Das täuscht mit den Parachutes wahrscheinlich. Trotzdem daneben, ne? Aber wir haben ein, zwei Panzer oder so erwischt. Die Dinger explodieren nochmal und teilen sich auf und gehen irgendwie auf Infrarot oder so, bin mir nicht ganz sicher. Ist wahrscheinlich bei bewegten Zielen einfacher, möglicherweise. Ein Riesenbereich, ne? Kann man damit abdecken. Geil. Kurz gucken, ja. Ach so, statische Objekte nimmt er wieder nicht. Brauche ich gar nicht probieren. Ich wieder. So. Dann. Gehen wir nochmal mit ungelenkten Raketen auf die Panzer drauf. Wir nehmen die. Was nehmen wir denn? Die Mark 5er. Mit der
High Explosive Anti-Tank. Müsste aber wahrscheinlich einen anderen Winkel nehmen, ist besser. Schon cooles Teil, ne? Boah, hier siehst du auch richtig, wenn die Raketen raus sind, ja? Die. Dann sind die Rohre leer. Es ist das herrlich gemacht, ey. Fetzt schon. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Einstellung der Helligkeit des HUDs, aber das geht wohl nicht, ne? Dass man das irgendwie regelt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass als ich mit dem Nacht-HUD mehr sehe, gerade wenn ich so auf einer grünen Karte spiele. Eye-Tracking ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es beim Head-Tracking anders ist, aber ich kann beim Eye-Tracking zum Beispiel, ja, beim Tobii-Eye-Tracker, ich kann mega weit nach links gucken und nach rechts. Ich kann auch mega weit nach oben gucken, aber ich kann die gemischte Achse nicht, ne? Also ich kann nicht hier jetzt, wenn ich ganz weit nach rechts gucke, noch nach oben irgendwie mit der Kamera. Das ist ganz schwer. Also die Diagonale ist schwer zu finden. Hier ist die IP-Mode an. Ja. Wir könnten noch mit der Gun drüber ratzeln, ne? Das geht auch. Würde sich auch fast anbieten, aber. Ich nehme mal die Raketen. Codes, ne? Pull up, pull up. Altitude, altitude. Okay. Oh ja. Hab ein bisschen was reingesammelt. So, dann schmeißen wir die Paveway ab auf das Schiff, würde ich sagen. Guck mal, hier unten schlagen ein paar Kugeln ein, oder? Was ist das? Habe ich so weit gestreut, oder was war das? Oder sind das Fische, die aus dem Wasser hüpfen? So, die Paveway. Da haben wir auf Autolaser gestellt, das heißt, wir brauchen den Laser nicht anmachen. Das wird CCRP theoretisch. GBU-12, da ist er. So, dann müssen wir nur das Schiff als Ziel festsetzen. Da können wir ruhig ein bisschen hochgehen, wieder auf Nummer sicher gehen. Da stehen auch noch ein paar Soldaten am Hafen. Naja, guck mal, jetzt brennen die Panzer so langsam aus da hinten. Da hinten fährt noch eine Schiffsflotte, die ist noch von der vorherigen Übungsmission übrig. Da unten. Beim Hochgucken schupper ich mit den Kopfhörern am Stuhl. Es kann sein, dass es so ein paar Geräusche nachher gibt. Nicht wundern, ja. So, jetzt müssen wir aber dann das Ziel erstmal unten am Hafen schnell finden. So, da ist es. Neu ins Spiel setzen. So, es ist ein statisches Objekt. Das dürfte theoretisch kein Point-Laser geben, ne?
Doch, funktioniert. Okay. So, wo ist die CCRP-Linie? Da ist er. Okay, geht los. Gedrückt halten. Sauber durch, scheint auch raus zu sein. Autopilot an. Gucken wir uns natürlich an. So. Die fliegt erstmal ganz kurz und dann kann man ganz schön sehen, den Zeitpunkt, wenn die anfängt so zu wabbeln, dann wird der Laser aktiv. Gleich müsste sie sich ausrichten. Kann natürlich sein, dass ich wieder irgendeinen Fehler gemacht habe. Oder die sich schon ausgerichtet hatten, ich es verpasst habe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da ist schon wieder irgendwas schief gegangen. Eigentlich hatte ich Autolaser an. Vielleicht waren wir zu... Oder wir haben durchs Schiff durchgelasert, weil das ein statisches Objekt ist. Aber das passt eigentlich auch nicht wirklich. Na komm, der Laser sitzt noch eigentlich schön da oben, ne? Auf dem Schiff. Dann ist es so. Dann müssen wir auch da ein paar Raketen reinhauen. Dann nehmen wir die 151er. So, CCIP-Mode an. Ich glaube, das Schiff mit Raketen wird sowieso schwer. Ich kümmere mich erstmal um die Leute und Transporter davor. Oh, ja, oder was? Pull up, pull up. Achso, ich bin alle. Ich wollte sagen, die Helikopter stehen noch. Da sind noch Infanterie. Oh, die haben mich beschossen. Ist irgendwas kaputt gegangen? Engines. Geht noch. Da waren noch Soldaten. Aber die Helikopter würde ich schon gerne noch mitnehmen. Dann, hauen wir da die Fünfer noch rein. Oder wir nehmen noch mal die Präzisionsdinger. Die, ja, die, Mark 282L. Wo ist denn der Port hin? Schnell, 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 schnell. Da, kriegen wir einen Lock. Ja, da will ich eigentlich hin. Okay. So, Laser an. Wir müssen halt ein bisschen draufbleiben, ne? Mal gucken. Ja, beschädigt.
die halten ganz schön was aus, ey. Wir werden mal zwei raufballern. Das Problem ist, bei statischen Objekten macht der nicht wirklich Schaden, glaube ich, bei manchen. Das sind jetzt aber keine statischen Objekte, das sind einfach auf Parkplatz stehende Helikopter. Aber immer wenn ich irgendwie Flugzeuge einfach nur als statische Objekte reinhaue, da will er mir den Schaden nicht, also macht da keinen Schaden drauf. Bei Trucks und so geht's. Laser feuert noch. Oh, wo geht er jetzt hin? Holy crap. Target Pod ist dann umgesprungen, ne? Auf was anderes. Wir gehen mal nochmal einmal mit der Gun drüber und dann fliegen wir zurück, dann ist vorbei. Wir haben noch 900 Schuss. Die hauen wir jetzt auf den Helikopter drauf. Das sollte wenigstens ein bisschen beschädigen. So. Ah, springt da wieder weg. Das verstehe ich nicht ganz. Ah, ist egal, ich sehe es auch so. Komm, Pippa. Wo ist der Pippa? Wo ist der Pippa? Da ist der Pippa, ich hatte ihn weggeschaltet. Nein, haben wir weggehauen. Schnell weg, bevor die wieder auf mich schießen. So, reichen. Dann fliegen wir zurück. Altitude. So. Ich versuch's mal so, wie es im Handbuch steht mit der Landung, aber minimal. Der Satz war blöd. Der führt schon wieder die Irre. Ich mach's nicht ganz so, wie es im Handbuch steht, weil ich finde, dass man mit 150 Knoten ohne Flaps ganz, ganz schlecht eine 60 Grad Bankkurve fliegen kann. So würde es aber im Handbuch stehen. Ja, das ist die letzte Kurve. Auf dem Final rauf mit 150 Knoten schon. Das ist mir zu... Ich krieg's nicht hin. Also ich komme in den Stall meistens schon irgendwie. So, der Airport liegt auf 600 Fuß. Das heißt, wir gehen auf 2600 Fuß runter. Und 250 Knoten. Ich gehe im Prinzip schon am Ende vom Downwind Lag langsam in Landekonfiguration. Ja, dass ich den Base Lag schon fast in voller Konfiguration fliege, das ist einfach sicherer. Ich schmier da fast jedes Mal bei ab, wenn ich es wirklich so mache, wie es im Handbuch steht. Ich könnte das ILS zu Hilfe nehmen, ja, aber ich will einfach wirklich mal das reine VFR-Pattern trainieren. Nicht jeder Airport hat ja ein ILS. So passt halbwegs. Jetzt 250 Knoten, 2000 Fuß über dem Airport. Erstmal die Runway überfliegen. Meine Karte schaltet sich gerade nicht um, da habe ich irgendwie... Da haut gerade was nicht hin. Ha. Egal. 100 Fuß zu hoch. So, ich sag mal, wir sind drüber. Also, erste Kurbel. 60 Grad Bankangle steht im Handbuch.
Und wir können im Downwind Lag dann schon auf 1500 Fuß runter sinken. Im Handbuch steht so 300 Fuß pro Minute. Das entspricht ungefähr einem Gleitpfad von Dingsbums 2,5 Grad bis 3 Grad. Kurs 240 und schon ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Ja, ich will eigentlich schon mit 200 Knoten am Ende vom Downwind Lag ankommen. ...1500 Fuß plus 600 sind 2,1. Also wir gehen mit 2,1 in den Base Lag rein ungefähr. Ja, jetzt kann ich schon aufhören zu sinken, wir sind schon bei 2,1. So, ich fahre die Speedbrakes schon ein bisschen aus. Fahrwerk aus. Flaps full. Angle of Attack fliegen. Power wieder rein. Ah, mehr Power, mehr Power, mehr Power. Wir sacken. Bisschen mehr Nase hochtrimmen. Altitude, altitude. Konzentrieren. Und Bugfahrt runter. Nosewheel Steering an und wir sind unten. Geiles Flugzeug. Ah, macht unheimlich Spaß. So. Kommen wir gleich hier runter. Dann gehen wir nach rechts. So, da sind wir.
Zack. Naja, Parkbremse mag er eigentlich nicht, ne? Da meckert er immer. Ich verstehe auch nicht ganz, wie die funktioniert, ja? Jetzt, ne? Hat das gezogen. Ich muss sie vorher drücken oder so. Keine Ahnung. Egal. Ach, es ist herrlich. Herrlich, puperlich. Ist schon ein cooles Teil. Ja, wir rollen schon wieder weiter. Vielleicht habe ich die Parkbremse auch kaputt gemacht, keine Ahnung. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Pull up. Pull up. Pull up. Altitude. Pull up.
Pull up, pull up. Pull up, pull up.
Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up.